Herr Kanzler, meine Herren, unsere Offensive beginnt in drei Phasen. Phase 1, U-Boot- und silogestützte Nuklearraketen zerstören militärische und administrative Primärziele. San Diego, San Francisco, Seattle und Pearl Harbor in den pazifischen Staaten, Darwin und Manila, Yokohama, Kamtschatka und Vladivostok im Osten. Wie lange wird es dauern? Ab Ihrem Befehl ca. 15 Minuten bis zu den ersten Einschlägen. Und warum nicht Tokio, Feldmarschall? Wenn wir Ihren Kreisel töten, könnte das den Konflikt verlängern. Wir verschonen ihn also? Nachdem er den Führer umgebracht hat? Die Japaner müssen sehen, wie ihr Gott kapituliert und die Überlegenheit unserer Herrenrasse anerkennen. Sie werden diese Tatsache auch ohne ihn akzeptieren. Zerstören Sie Tokio in Phase 1. Jawohl, Herr Kanzler. Fahren Sie fort. Phase 2. Unsere nuklearen Langstreckenbomber zerstören Sekundärziele. Einschließlich Anchorage, Los Angeles, Sacramento im Westen, Osaka, Peking, Delhi, Bangkok und so weiter im Osten. Zeit bis zum Abschluss, circa 6 Stunden nach dem Start. Phase 3. Invasion von Bodentruppen und Landungen der Marine zur Besetzung und zur Absicherung. Wir erwarten die totale Kapitulation innerhalb von 2 Wochen. Welche Vergeltungsschläge können wir erwarten? Den größten Widerstand werden wir in unseren Satellitenstaaten erwarten. Vor allem in Amerika, wo wir erwarten, dass die Japaner umfangreiche Verteidigungsmaßnahmen und Gegenschläge organisieren werden. Wir erwarten, dass die Japaner ihre Bomber auf Himmelfahrtskommandos ohne Wiederkehr schicken, um ihre Reichweite zu erhöhen. Wir rechnen mit Großangriffen im Osten bis hin Chicago und New York. Veranschlagter Verlust der Beinfeind? Durch die Atomschläge rechnen wir mit 15 bis 16 Millionen Toten. Weitere 2 bis 3 Millionen durch die Bodenoffensive. Und auf unserer Seite? Da die Japaner nur konventionelle Möglichkeiten haben, werden unsere Verluste in den Hunderttausenden liegen. Aber überwiegend nur Amerikaner, also akzeptable Verluste. Wann sind Sie bereit zum Angriff? Morgen 19 Uhr, Herr Kanzler. Gut. Morgen Abend werde ich die Rede in der Volkshalle halten. Und während meiner Rede werde ich den Angriffsbefehl erteilen. Ich werde das Vaterland und die Zukunft unseres Reiches sicherstellen.